Randstein ist nicht gleich Randstein. Denn was für die Rollstuhlfahrer gut ist, ist für die Blinden weniger optimal. Und was für die Blinden perfekt passt, ärgert die Velofahrer. Darum lässt der Bund die neue Randsteine in Zürich-West testen. Eine Woche nach den Blinden, jetzt von den Velofahrern. Über das Randstein-Casting, der Bericht von Remo Müller. Sie ist wirklich recht um einen angekumpelt. Also ich möchte da keine zerbrechlichen Sachen im Anhänger haben und es ist nicht nur unkomfortabel, wenn der Anhänger springt, dann hat man das Fahrzeug nicht mehr richtig unter Kontrolle. Wie war es da gewesen? Ja, nicht so gut. Es hat einfach einen Absatz drin und ja, ist einfach schlecht für die Felge. Randstein steil, Randstein noch steiler, Randstein senkrecht oder sogar Randstein geschwungen. Extra sind für den Test in Zürich-West verschiedene Randsteine eingebaut worden. Aber welcher ist der beste? 10 begeisterte Velofahrer testen die verschiedenen Randsteine. Auf einem Bewertungsbogen wird jeder beurteilt. Vor ein paar Wochen sind die gleichen Randsteine von Blinden beurteilt worden, jetzt eben von den Velofahrern. Mit dem Ziel, einen Randstein zu finden, der für alle verhebt. Das Ganze hochoffiziell im Auftrag vom Bundesamt für Strassen, ASTRA. Man prüft, ob es bequem ist, ob es auch sicher ist. Das ist auch ein Thema, wenn man mit dem Velo schräg auf einen Randstein fährt. Man schaut auch, können die Leute überhaupt einschätzen, wie man den Randstein befahren kann. Inzwischen hat auch Ursula Lehner-Lierz ihren Favorit-Randstein gefunden. Den Randstein Nummer 2. Und, wie ist jetzt der? Das war gut. Super. Also das 2 soll gewinnen? Ja, das ist, man spürt am wenigsten Kanten. Es ist ein glattes Rüberfahren. Welcher Randstein das Rennen wird machen, wird sich im Januar zeigen. Dann wird entschieden, welcher Randstein die Sicherheit garantiert für die Blinden und eben auch für die Velofahrer. Für Tele Zürich, Remo Müller.